Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Geht, dann wird auch euch gegeben werden, in reichem, vollem, gehäuften, überfließendem Maß, wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Jesus sagt, wir sollen beim Vater unser beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Unser Vater ist barmherzig, aber am Ende unserer Tage ist er gerecht. Wir werden gerichtet werden, entsprechend unserer Gedanken, Worte und Werke. Mit dem Maß, mit dem wir barmherzig sind, wird auch uns Barmherzigkeit zuteil. Es ist eine Frage der Wahrnehmung. Ja, wir Christen müssen lernen, wahrzunehmen. Manche sagen, Christentum heißt, dieses oder jenes zu tun oder nicht zu tun. Aber zuerst einmal ist die Beziehung. Beziehung ist immer vom anderen her sich bestimmen lassen, führen lassen, empfangen, wie man ist. Es ist so, Menschen, die füreinander offen sind, die haben auch einen Einfluss aufeinander. Das ist unverweigerlich. Wir sollen von Gott her geformt werden. Dass wir spüren, wie Gott der Vater ist. Das kann man nicht nur in Worte fassen. Das Wort Barmherzigkeit ist ein Wort, aber es ist, was die Seele empfindet, eine ganze Breite und Fülle davon. Und die bestimmt einen Menschen. Und wenn die Seele nicht fühlt, dann geht das alles nur vom Hirnkasten aus. Aber die Seele bleibt hart und kalt. Und es ist noch immer der alte Mensch, weil der Geist Gottes nicht eindringen kann. Weil er mit Gott nur ins Hirnkasten da. Und aus dieser Tuchfüllung mit dem Herrn werden wir verwandelt. Wir werden barmherzig. Und wenn wir sehen, wie gnädig und gütig Gott ist, so werden wir auch dann gütig zu den anderen sein. Weil wir von Gott getragen sind, sind wir nicht so besorgt und ängstlich, sondern wir können auch dann den anderen gegenüber offen sein. Es gibt Menschen, die sind innerlich nicht frei, aber aus Pflichtbewusstsein tun sie Dinge, eigentlich sind sie auch freigebig, aber es ist nicht ihr Herz. Das Herz bleibt ängstlich, verkrampft,
Aber es ist eines Pflichtbewusstsein. Weil die Seele, das Herz, der Mensch an sich noch der Alte geblieben ist. Und der alte Mensch, da gibt es unterschiedliche Grundcharaktere. Der eine ist mehr ein Hitzkopf, der andere ist das Rechthaberische, der andere ist mehr ängstlich. Da hat jeder seine Prägung, die er mitnimmt. Entscheidend ist, dass wir dessen gewahr werden und sagen, ja, komm auch in mein Unterbewusstsein, in meine Seele. Mach du mich von Grund auf neu, damit alles durchwirkt ist von deiner Gnade. Nicht, weil ich das alte Bausche Bogen verwerfe, aber weil ich mich nach dem viel Größeren und Schöneren ausstrecke, was der Herr mir schenkt. Und so werden wir Christen auch beschenkt werden. Auch von den Mitmenschen und natürlich vom Geist Gottes. Wenn Gott sieht, dass wir uns von ihm verwandeln lassen, dann wird er uns überhäufen mit Gnaden, weil wir das Eigentliche seiner Liebe wollen. Und das ist für ihn eine ganz besondere Freude, wenn seine Liebe bei uns nicht vergehen kann, nicht mehr an der Oberfläche bleibt. So bitten wir die Gottesmutter, dass sie uns hilft. So wie sie ganz von der Gnade durchdrungen war, so dass Christus in ihr Wohnung genommen hat, nicht nur in ihrem Leib, sondern ihr ganzes Wesen. Dass sie uns hilft, dass es auch bei uns so werden möge.